Komm, stampf einmal rüber. Oh, oh, das war nicht gut. Oh mein Gott. Das war so knapp. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Swarm Grinder. Ich spiele heute mal mit dem anderen Charakter hier, dem Butcher. Und mache Evolutionsstufe 2. Evolutionsstufe 1 habe ich letztens dann gepackt, außerhalb der Aufnahme. Und ich gehe direkt rein ins Spiel, let's go. Und 10 Meter direkt raus, boom. Okay, was kriegen wir als erstes? Feather Plates. Und dann direkt weiter hier runter. Ich habe jetzt auch eingestellt, dass ich, um die Upgrades einzusammeln, einen Knopf drücken muss. Dann kann ich nicht aus Versehen das Falsche einsammeln, wenn ich irgendwie durchlaufe. So. Ich habe jetzt einmal Leben mitgenommen. Direkt am Anfang nehme ich zwar lieber Waffen mit, aber ich brauche jetzt keinen Reroll verschwenden, weil ich will es am Ende eh haben. So, nochmal Peacemaker. Ich nehme Cleaver. Und dann Plate Damage, weil das ist für alle Klingenwaffen. Und wir werden jetzt nur Klingenwaffen verwenden. So. Okay, nächstes Upgrade. Cleaver, Vortex Blade. Vortex Blade ist richtig geil. So. Da seht ihr die Vortex Blades. Okay, nächstes Upgrade. Ich eier schon wieder zu viel rum. Es muss jetzt schneller gehen. Ja, ich habe eben schon eine Runde gemacht, wo ich nach 2 Minuten gestorben bin. Deshalb, die seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Vortex Blade. Blades Area. Ja, ist halt wieder für alle. Alle Klingenwaffen, das finde ich ziemlich gut. Ja. Und wenn ihr jetzt mal vergleicht, wie das am Anfang aussah, was wir so rausgeballert haben. Da ist es doch jetzt schon deutlich besser. Oh oh. Okay, Cleaver nehme ich mit. Oh je, was machen wir? Ich nehme erstmal Plates Damage. Weil ich möchte jetzt keinen Reroll verschwenden. So. Stirb. Oh je. Wenn ich jetzt verreck. Wäre richtig unnötig. In 20 Sekunden kommt die Welle. Vielleicht kann ich vorher noch mein Upgrade bekommen. Das wäre gut. Vortex Blade. Ja, Pull Power ist eigentlich geil. Ja. Ja, ein bisschen von mir weghalten. Mit den Vortex Blades. Weil die die jetzt anziehen. Okay, okay. Easy. Kein Problem. Oh, das war jetzt aber ein bisschen dumm. Ja, ich muss auch dran denken, die Upgrade-Dinger zu nutzen. Die machen ja echt gut Damage. So. Ja, langsam machen wir aber auch gut Schaden. Ich nehme fürs Vortex Blade jetzt nochmal Blades Area 2. Und ich will mal auch den gelben Stein hier mitnehmen. Oh, die brauchen immer so lange, bis die kaputt gehen. Komm schon. Für ein so ein Ding, das lohnt sich überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich ignoriere das jetzt am Anfang erstmal. Wenn ich mehr Schaden mache, kann ich die ja schneller zerstören, denke ich. Und wenn man eine gute Runde hat, kriegt man am Ende eh einen Haufen Zeug. Irgendwie, glaube ich. Weiß gerade gar nicht mehr, ob man irgendwie Punkte dann für irgendwas bekommt oder so. Müssen wir am Ende nochmal schauen. So, Peacemaker.
Ich nehme mal Max Fuel. Maximale Sprit, den wir haben. Ist eigentlich immer ganz gut. Ich hätte zwar lieber die Drop-Chance erhöht für Treibstoff, aber naja. Kommt bestimmt auch noch. So, Cleaver. Hound nehme ich eigentlich gern. Oh, 50.000 Gegner gekillt insgesamt. Und hier ist der Boss. Okay. Ich weiß nicht, der könnte eigentlich irgendwie ein bisschen größer sein. Der geht voll unter, ne? Der ist nicht sonderlich eindrucksvoll. Oh, der ist noch so viel Zeug. Ich sollte nebenbei auf jeden Fall noch Upgrades holen. Ich habe bei dem Spiel das Gefühl, man muss alles sehr, sehr schnell machen. Dass man so viele Upgrades wie möglich mitnimmt. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass sowas hier passiert. Deshalb muss man da die richtige Balance finden zwischen zügig voran und ja, sich durchsneaken durch die Gegner. Ja, ich mach mal Blade Area für alle. So, oh oh. Ich wünschte, ich könnte hier auch Geschwindigkeits-Upgrades bekommen. Hier der Butcher-Charakter ist übrigens ein bisschen schneller als der andere. Aber ich denke, es macht auch Sinn als Nahkämpfer. Knapp. Also, naja, was heißt knapp? Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht vorwärts gerade. Hier, nächstes Upgrade. Oh, die blöden Viecher. So, jetzt aber. Was kriegen wir? Und ich nehme natürlich der Cleaver. Blades Damage kann ich, glaube ich, gerade gut gebrauchen, ja. So. Und dann gehe ich mal hier hoch. Ja. Ich werde immer konzentrierter und habe das Gefühl, rede immer weniger. Naja. So. Einmal durchdashen, Schraube einsammeln oder auch nicht. Hätte ich da jetzt auch einen Knopf drücken müssen oder was? Ja, ich will Lucky Charm. Nein, nein. Ah, scheiße. Okay, immerhin ein bisschen Leben. So, sehr gut. Und Schraube auch aufheben. Der Boss ist immer noch am Leben. Ich hätte nicht sagen sollen, dass er ein Dulli ist. Und nicht krass aussieht. Ich glaube, das hat er sehr persönlich genommen. So, wir killen den jetzt mal. Jawohl. Lucky Charm und ...0,3 für jeden Fuel. Ich glaube, ich nehme das. Und Feather Plates. Landing Plates mache ich mal. So, jetzt bleiben die Klingen auf dem Boden und machen weiter Schaden. So, okay, okay, okay. Können wir das schnell einsammeln? Jawohl. Krieg ich noch das Herz? Nee. Shit. Okay, okay. Ich nehme nochmal Peacemaker, weil wir fast am Sterben sind. Fuel Drop Chance. Jawohl.
Oh Gott, ey. Also, Entschuldigung, wenn ich gerade sehr, sehr konzentriert bin. Aber es ist mir lieber als zu sterben. Heal on Kill. Ich glaube, das nehme ich. So. Dann haben wir mal ein bisschen andere Möglichkeit, noch Leben dazu zu bekommen. Ja. Guck mal, wie sich der Lebensbalken füllt. Jetzt mal jetzt hier hoch zur Schraube noch. Jetzt rasieren wir hier durch. So. Komm, stampf einmal rüber. Oh oh, das war nicht gut. Fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott. Das war so knapp. Ich bin sowas von tot. Okay, okay, okay. Vortex Blade. Full Power. Und ich nehme die Schraube mit. Okay, sehr gut. Sniper-Schuss geht vorbei und hier Item. Habe ich jetzt auch direkt mehr Leben oder ist es jetzt nur was, was ich danach einbauen kann? Also es ist safe so ein Item, was ich danach nutzen kann, aber ich frage mich halt, ob es jetzt auch schon wirkt in der Runde. Sieht so aus, ne? Hier ist das ja abgebildet. Ja. Genau, und das, was ich zwischen den Runden ausgewählt habe, habe ich hier. Ah, okay. Sehr cool. Das kam jetzt genau richtig irgendwie. Ich muss eigentlich nach rechts und die Typen lassen mich nicht. Naja, gehe ich halt erstmal runter. Ja, komm. Ich will das Item. Gib mir das Upgrade. Es ist fast freigeschalten. Oh Gott. Ja, jetzt kommt hier ein bisschen was. Ich kann schon mal überlegen, was ich davon will. Lucky Charm. Peacemaker nehme ich, glaube ich. Da kann ich noch mehr Heilung bekommen. Wobei Few Drop Chance vielleicht auch schon gut wäre. Ja, naja. Okay, gehe ich mal wieder in die Richtung. Wir schmeißen jetzt schon ganz schön viel Zeug über den Bildschirm. Mittlerweile. Durchgedasht. Und jetzt kommt das Upgrade. Fuck, fuck, warum stecke ich fest? Boah, was war das denn? Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, ich war an dem Felsen festgehangen hier. Ach du Kacke, das war knapp. Das wäre jetzt echt bitter gewesen. Ich nehme jetzt mal Vortex Blade. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich mach mal Full Area. So. Ist ja gerade kurz mein Handy geklingelt. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich kann es direkt ausschalten. Komm. Hier, das Upgrade. 10 Meter, das will ich haben. Nicht zu gierig werden. Und nicht zu langsam. Komm, es ist fast hier. Ein Feld war noch, hat noch gefehlt. Lucky. Und ich erhöhe einfach nochmal die Blades Crit Chance. Und ich nehme noch die dritte Schraube mal mit. Müsste die dritte sein, glaube ich.
brauche dringend Fuel. Oh, was ist das Lila da unten? Einmal Vortex Plate. Ach, die Schrauben sind die krassen Upgrades, okay. Ne, Count zu 1 will ich nicht. Explosion haben wir nicht. Dann mache ich Hit Intervall. Und nochmal. Oh, wäre jetzt halt doch besser gewesen, vielleicht Explosion zu nehmen. Burn. Oh, ich weiß ja nicht. Gibt eh nur die 3, ne? Ja, war jetzt ein unnötiger Reroll. Egal, Intervall. Machen es noch schneller. Mehr Damage ist immer gut. So, hier ist noch der Boss. Und ich will auch noch das Lilane da unten haben. Feather Blades. Ja, Blades Count. Das wollte ich die ganze Zeit schon haben. Ich will jetzt richtig den Blades Count hochballern eigentlich. Kann sein, dass wir es nicht mehr packen. Rechtzeitig. Was ist das? Experimental Packages. Ach, das ist, weil wir es auf Stufe 2 spielen, ist es dazu gekommen. Sehr powerful. Ja, okay, sehr starke Upgrades, aber riskant. Wenn man sie nimmt, kann es den die ganze Mission verändern. Wenn man die, das Risiko nicht eingehen will, kann man Bio-Shards bekommen und das Upgrade überspringen. Increase Blades Burn Chance. Brandchance bei 50%. Aber Brandschaden reduziert bei 0,3. Oh, nee. Crit-Chance um 50% erhöhen, aber nicht Crit-Schaden ist 0. Nee, ich nehme einfach die Bio-Shards. Das ist wirklich zu. Wenn wir jetzt eine Burn-Chance hätten, hätte ich es mitgenommen mit dem Brand, glaube ich. Weil das hätte nicht so einen negativen Effekt gehabt. Aber das andere war mir zu riskant mit dem Crit-Chance. Wobei wir ja schon auf Crit gehen, aber... Naja. Ich hätte mal ausrechnen können, was unsere Crit-Chance ist. Nein, scheiß drauf. Feather Blades will ich. Blades Count 2, ganz klar. Von allen mehr. Ist immer gut. Ja, guckt euch an, wie wir jetzt hier den Boss platt machen und alles drumherum. Der Bildschirm gehört uns. Und nochmal Blades Count. Hit Intervall. Ja, jetzt rasieren wir hier ziemlich weg. Nur nicht übermütig werden. Boah. Das sieht doch gut aus jetzt. Nur Angst, dass es immer ruckliger wird. Ich nehme mal Feather Plates. Ich habe jetzt Landing Plates 2 genommen. Einfach mehr Schaden. So. Ey, das ist krass, wie die Vortex Blades hier durchschnibbeln. Komm, ich will das Upgrade haben. Gib mir das Upgrade. Oh je. Oh Gott. Ja, tut mir leid für die Ruckler.
Lässt sich jetzt nicht vermeiden, irgendwie. Lucky Charm, da kann ich alles verbessern mit Crit Chance. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht den Screen Shake ausmachen kann. Bringt das irgendwas? Für die Flüssigkeit, meine ich. So, es ist so ruhig hier, alles ist so leer. Okay, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir alles zerstören. Ich nehme den Peacemaker. Heal on Kill ist sehr gut für uns. Weil wir so viel wegmetzeln. Jawohl. Komm, direkt weiter. Wo muss ich hin? Nach unten. Oh, oh je. Kann ich einfach reinlaufen und mich dann wieder heilen? Mit Vorsicht zu genießen, sag ich mal. Aber wir brezeln schon gut durch. Also ich muss sagen, ich dachte eigentlich, der erste Charakter gefällt mir besser. Aber mit ein paar Upgrades ballert er hier gut rein. Was nehmen wir denn mal? Will ich eine Explosionschance? Ich weiß irgendwie, 2% klingt irgendwie so nach gar nichts. Crit. Ich mache erstmal Damage. Ich denke, damit fährt man immer ganz gut. Und jetzt will ich hier nach rechts, 35 Meter. Komm schon, lass mich runter. So, da sind wir. Einmal rein dashen. Was nehme ich denn jetzt? Vortex Plate? Hit Intervall 3. Ja, ich habe das Gefühl, die machen hier am meisten einfach. Und wieder nach unten jetzt. Boah. Ja, entschuldigt bitte die Ruckler, aber wenn der Bildschirm so voll ist und es läuft noch die Aufnahme. Mein PC ist nicht so der neueste. Oh, das letzte Feld clearen. Okay. Fuck, was nehme ich denn jetzt? Hier, Cleaver. Count. Jo, Count 2. Und jetzt nach links. Was ist hier? Okay. Ja, ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gewonnen habe. Ich habe ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt da links kommt. Was jetzt da links kommt an dem Pfeil. Okay, also ich will jetzt wirklich nicht sterben. Was ist denn diese Grüne immer hier? Habt ihr das auch gesehen? Da ist es wieder. Das kommt von mir, oder? Ach nee, okay. Greift mich irgendwas an. Und ich sollte nicht auf der Stelle stehen bleiben. Was man sowieso sehr selten tut in dem Spiel. Zugegebenermaßen. Boah, ey, ich komme so schlecht vorwärts. Jetzt lass mich doch mal nach links. Boom. Kann ich einmal reindashen und dann rauslaufen? Ich sterbe. Ich glaube, ich sollte eher reinlaufen und dann rausdashen. Ich denke, das ist vielleicht logischer.
So, reinlaufen und raus dashen. Boah. Das hat nicht so gut geklappt, weil es so gelaggt hat. Okay, hier ist gleich der Boss. Also der Schwarm. Okay. Hard to chop down. Okay, Welle in 10 Sekunden. Soll ich jetzt gleichzeitig auch das aufdecken? Kommt da nicht ein Boss? Oder? Und was ist da links noch für ein Pfeil? Oh. Ja, ich hätte vielleicht nicht beides gleichzeitig machen sollen. Okay, okay. Also ich habe nicht mehr wirklich irgendwas unter Kontrolle. Es ist nur noch... Wow. Okay, okay, okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hallo, Boss. Was ist denn hier links eigentlich? Ich will es noch mitnehmen. Lass mich mal durch hier. Schlimm. Man kommt nicht vorwärts hier, ne? Ach, so ein Ding, okay. Ja, das kommt, das nehmen wir jetzt noch mit. Rapid Fire Pierce Count, okay. Also, das war jetzt so ein Item für zwischen den Runden, was man dann einbauen kann. So, und jetzt noch den Boss platt machen. Und dann sind wir, glaube ich, durch. 20 Minuten, okay. So, ich glaube, dem steht jetzt auch nichts mehr im Wege hier. Wenn ich mich nicht sonderlich dumm anstelle. Was grundsätzlich immer, ja, relativ wahrscheinlich ist eigentlich. Aber naja, sollten wir den noch platt kriegen hier. Ja, der ist gleich down. Hier der Eiterpickel oder was das ist. Easy. Okay, wir haben den Bombard freigeschalten. Ich denke, das ist der neue Charakter. Und die nächste Map. Okay, geil. Schauen wir doch mal kurz. Ah ja, okay. Ja, cool. Und die Karte. Die schauen wir uns dann wohl beim nächsten Mal an. Ach, hier startet man dann wieder. Okay. Und hier können wir jetzt auch auf die 3, denke ich. Ja, ey. Okay, man kann noch einiges machen. Und ich schau mal kurz hier im Workshop. Ich würde, glaube ich, hier den Tempel nochmal verbessern. Ich gehe hier gerade voll auf Geschwindigkeit. Und können wir hier irgendwas Neues einsetzen? Oh, wir haben noch ein paar. Ich glaube, das repariere ich mal. Ach, hier kann er das gar nicht ausrüsten, oder was? Ja, okay. Mist. Naja, egal. Also, an dieser Stelle bedanke ich mich dann fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.